So, da wären wir auch schon wieder. Und ich lasse gleich mal das Spiel weiterlaufen, denn wir brauchen jede Menge Kohle. Das ist ja nicht mehr feierlich bei uns. Und ich habe in der Zwischenzeit noch eine Menge dazugelernt. Vielen Dank nochmal an die Kommentare. Und zwar ist das Spielprinzip doch ein wenig anders, als ich gedacht hatte. Vor allem was die Türen angeht, muss ich wohl sehr vorsichtig sein. Also die Leute, die hier ankommen, diese Ermittler, die gucken danach, was für ein Sicherheitsgebiet das ist. Das sind diese Punkte an der Tür. Und je nachdem, wie viele Punkte da sind, denken sie, es ist ein wichtigeres Gebiet und wollen primär dahin gehen. Das heißt, ich kann quasi die Eindringlinge lenken, wo sie hingehen sollen. Also diese Tür zum Beispiel hier 2 Punkte. Die setze ich jetzt einfach mal auf einen Punkt. Weil die nicht wichtig ist. So, die auf einen Punkt. Diese Tür kann jeder benutzen. Diese Tür kann nur von ihren bediensteten Handlanger benutzt werden. Ja, okay, hier kann er auch ruhig durch. Hier sollte er jetzt auf keinen Fall hin. Denn darf hier jeder rein. Und dafür machen wir hier unten die Tür. Kann nur von ihrer eigenen fiesen Person benutzt werden. Dann können unsere Handlanger da nicht mehr durch. Das ist ja ärgerlich. Ja. Also das Design ist jetzt wirklich nicht optimal. Und die Zivilisten streuen jetzt einfach so in unsere Basis rein. So. Und vielleicht sollte ich denn die Tür doch wieder auf 2 Punkte setzen. Sonst laufen die Zivilisten da rein. Das habe ich, wie gesagt, nicht bedacht. Also ja, wir müssen darauf achten, dass die gegnerischen Spione hier reinkommen und den Weg wählen, den wir ihnen quasi vorschreiben. Wir müssen aber auch daran denken, dass Zivilisten hier reintorkeln können. Das heißt, wenn wir alle Räume einfach auflassen und nur irgendwo ganz hinten was Schweres machen, damit die Agenten da hinlaufen, könnten die Zivilisten halt in die Waffenkammer reinlaufen oder hier zu den ganzen Leichensäcken. Und ich denke mal, die schlagen dann auch irgendwann Alarm. Also das sollten wir vermeiden. Am besten baue ich noch einen zweiten Korridor. Damit ich dann einen Korridor habe, wo die feindlichen Agenten langlaufen und einen Korridor, wo unsere Handlanger langgehen. Dafür brauchen wir nur wieder Geld und Geld haben wir nicht. So, ihr lauft automatisch schon wieder raus. Das ist sehr gut. Und das mit den Fa- Oh, feindliche Person entdeckt. Wo denn? Warum schreist du mich gleich so an? Das ist sehr irritierend. Vor allem taucht das auch nicht hier in dem Dingens auf. Ah, doch hier. Überwachungsnetzwerk. Achso, die zählen jetzt als Eindringlinge. Okay. Was ich auch noch nicht ganz weiß, ob die Lautsprecher dafür da sind, unsere Leute zu benachrichtigen oder dazu da sind, die Leute anzubrüllen, dass sie rausgehen sollen. Das würde ich zum Beispiel machen. Ich klicke da einfach mal rauf und drücke I. Lautsprecher sind Teil des Überwachungsnetzwerkes. Wenn eine Durchsage von einem Eindringling warnt, begeben sich alle Bediensteten, die in Hörreichweite sind, zur letzten bekannten Position des Eindringlings. Ja, also ist das Erstere, was ich dachte. Okay. Also sollten die da sein, wo unsere ganzen Bediensteten sind. Hier in der Kaserne und hier unten. Ich mache mal ganz kurz Pause, um auf die Weltkarte zu gucken. Ob unsere Jungs hier einigermaßen klarkommen. Da sind noch 3 Stück. Wir verdienen inzwischen 2.900, warum auch immer das plötzlich mehr geworden ist. Ich hätte schwören können, das wären nur 2.000 gewesen letztens. Aber na gut. Und wir haben hier nicht genug Computerkonsolen. So wie ich das den Kommentaren entnommen habe, ist das so, je mehr Computerkonsolen wir besetzt haben, also die Dinger hier, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die Gegneragenten hier hinschicken, die unsere Bediensteten umbringen. Das heißt, wenn wir jetzt noch ein, zwei Konsolen besetzt hätten, könnten wir hier schalten und walten, wie wir wollen und würden niemals angegriffen werden. Ach, wir haben sogar noch Leute in Japan. Oh, was bist denn du? Den Techniker fangen. Risiko 0. Bekanntheitsgrad bringt 1 Punkt. Wut 15. Und ein Techniker ist garantiert ein neuer Beruf für unsere Bediensteten. Sehr schön. Das heißt, wir ziehen euch mal ganz kurz ab. Ups. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3 und Lord Kane. Und vielleicht noch 2. Dann haben wir zwar kurzfristig unsere Basis fast gar nichts, aber ich hoffe mal, dass die Mission einigermaßen schnell geht.
So, hier wieder raus. Hier wieder hin. Und wir sind schon auf Maximum. Nee. Na gut. Spiel weiterlaufen lassen. Das heißt, wir werden jetzt bestimmt ein paar Leute hier verlieren. Aber das ist nicht ganz so wichtig. Auch herausgefunden habe ich, dass diese Speicherbänke hier dafür da sind. Das sind doch Speicherbänke, oder? Speicherbank, ja. Die sind dafür da, die Informationen, die wir auf der Weltkarte sehen, abzuspeichern. Sonst bleiben diese Informationen nur hier auf den Konsolen. Und sobald die Leute Feierabend machen, verschwinden die Informationen. Was ja nicht ganz so praktisch ist. So, wir sind bei 19.000. Langsam, ganz langsam geht das wieder. Aber ja, ich wollte jetzt einen Todeskorridor bauen. Das heißt, wir haben hier einen Durchgang, wo eigentlich jeder rein darf. Das heißt, wir machen jetzt hier einen Gang lang, wo niemand rein darf. Also, Korridor. So. Hier lang. Schön Schlangenlinien, damit wir zwischendurch überall Fallen in die Ecken reinbauen können. Da müssen wir auch Platz lassen, dass wir doch auch nicht Räume bauen können. Oh, und ich glaube, das können wir hier runterziehen. Nein. So, und jetzt können wir ganz runterziehen. Aber ich glaube mal, so wird das schon reichen erstmal. So, 6800, das ist okay. Soll es auch schon gebaut werden. Und da kommt einer der Leute, die uns übel wollen. Und wenn ich das richtig sehe, also die Mechanik richtig verstanden habe, wird er jetzt dahin gehen, wo er nicht hingehen soll. Weil unsere Tür halt noch nicht fertig ist. Das heißt, den da müssen wir verwirren. So, da darfst du durch, richtig. Und jetzt merkt er, aha, da ist eine Tür mit erhöhtem Sicherheitsrisiko. Da muss doch was Wichtiges hinter sein. Und er hat recht. Das ist natürlich nicht so gut. Also machen wir kurz Alarm. Mal gucken, was jetzt passiert. Also ich habe jetzt hier die Waffenschränke aufgestellt. Vielleicht laufen die jetzt los und schnappen sich die Waffen. Oder sie tappern nur ganz gemächlich irgendwo anders hin. Nee, doch, er nimmt sich eine Waffe. Sehr schön. Und, was machst du jetzt? Du läufst wieder weg. Du bist komisch. Oh. Und einer von unseren Leuten ist ohnmächtig geworden. Okay. Nur du musst jetzt sterben. Zack, zack. Sehr schön. Und Alarm wieder aus. Ja, schlechtes Timing. Also wir müssten jetzt ja eigentlich genug Leute erstmal abstellen, dass sie hier das Ganze zu Ende bauen. Damit wir hier unsere Stufe 3 Tür hinstellen können und die Leute ihre Zeit verschwenden, um erstmal hier lang zu laufen. Nur um dann festzustellen, dass da hinten gar nichts ist. Aber ja, ich wollte ja währenddessen auf der Weltkarte das da machen. Wir haben jetzt 5 Bedienstete und Kane, das müsste reichen. Warnung, es wird eingebrochen. Warnung, es wird eingebrochen? Okay. Ein Ermittler. Ein Ermittler. Sind das die Einbrecher oder ist das was anderes? Der wurde einfach auf dem Boden liegen gelassen. Ist ja auch sehr schön. Ja. Und Alarm wieder auf Rot. Und Pause. Dadurch, dass wir jetzt Alarm auf Rot gestellt haben und die ganzen Leute aus dem Kontrollraum rausgelaufen sind, haben unsere Bediensteten nicht hier jetzt jedoch ein Problem. Die werden nämlich von den Behörden da wahrscheinlich jetzt einfacher entdeckt. Also ziehe ich die... Wollen wir einfach mal kurz verstecken. Also die Wut ist nicht besonders hoch. Weder da noch da noch da. Also ich glaube, ich lasse die erstmal einfach da. Es ist ja auch nur einer, hier sind es 3. Ja, das passt schon. Was sind das hier für Missionen noch? Nee, da gucke ich mich nicht, wage ich mich nicht ran. So. Das läuft jetzt einfach mal durch. Und das ist auch gleich schon fertig, richtig? Eigentlich läuft das doch einmal rum. Na gut, die werden schon Bescheid sagen. Gucken wir erst mal, was hier jetzt passiert. Die ganzen Jungs laufen los. Oh, einer wurde schon umgebracht. Das ist gar nicht gut. Warum holt ihr keine Waffen?
Ja, das sind auch keine richtigen Wächter, sondern sind ja nur Bauarbeiter. So, genau, die Masse macht's. Einfach drauf prügeln. Sehr schön. Zurück an die Arbeit. Das da ist noch ein sehr wichtiger Arbeitsplatz gerade. Alle Leichensäcke da rein, sehr schön. Und er ist auch wach geworden. Gute Sache. So, jetzt aber die Weltkarte. Ist die Mission da oben jetzt endlich im Gange? Achso, Zeit, Fragezeichen, Fragezeichen. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber ich hätte schwören können, das wäre irgendwie nur 20 Sekunden oder so gewesen. Alle 60 Sekunden. Das ist ja... Wow. Wir brauchen 4 Arbeiter. Wir haben 5 Arbeiter in der Region. Komisch. Na gut. Die erholen sich gerade. Und da ist endlich der Sprengmeister. Sehr schön. Komm schon, wir müssen eine Tür mit ganz vielen Punkten bauen. Und dann müssen wir endlich mal testen, wie die Fallen genau funktionieren. Also so wie ich das... Nun, wo war das? Ja. Oh. Techniker fangen Erfolg. Sehr schön. Also die Falle da müsste eigentlich richtig... Nein, die Falle ist gar nicht aktiviert. So. Also sobald man diese blauen Ringe hat, sind die miteinander verbunden. Das ist soweit jetzt richtig. Jetzt muss nur noch jemand reintreten, der auch gar nicht da sein darf. Und was ist mit der anderen Falle? Wir hatten doch noch eine Druckplatte und noch eine ein Windgebläse. Die waren hier unten, oder? Dreh mal. Da sind die beiden. Habe ich die verkauft? Kann man Sachen verkaufen? Oh, da kommen Agenten. Mehrere Agenten. Von Pampers anscheinend. So, die Tags können mal weg. So, komm schon, spreng endlich. Sonst muss ich gleich wieder auf rote Alarmstufe stellen und... Ja komm, bevor die hier reingehen, gucke ich mal ganz kurz zur Waffenkammer, ob man da irgendwas einstellen kann. Abnutzung, Wut... Einige Bedienstete tragen Feuerwaffen, was ihnen bei Kämpfen einen gewissen Vorteil verschafft. Für verschiedene Klassen von Bediensteten benötigen sie unterschiedliche Waffenregale. Einfache Arbeiter benutzen zum Beispiel nur Pistolen. Denken Sie daran, dass sich Ihre Bediensteten nur bei Alarmstufe Gelb oder Rot selbst bewaffnen und dass sie ihre Waffen bei Alarmzustand Grün wieder ablegen. Ah, okay. Also machen wir... Erstmal nichts. Erstmal musst du hier... da reinkommen. Und sobald der wach ist, wird auch gleich verhört, damit wir einen neuen Beruf bekommen. Sobald die Ermittler hier reinkommen, was sie anscheinend gar nicht tun, sondern die laufen einfach weg. Ja, umso besser. Lauft ihr mal da rum, ist alles gut. Wir verhören so lange den Techniker. Verhör des Gefangenen da. Auftrag gegeben. Warte auf Auswahl des Verhörgeräts. So. Ah, jetzt kommen sie. Okay. Schalten wir also... Stopp. Den Tag müssen wir jetzt wegnehmen. Den Tag können wir nicht wegnehmen. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Sobald man einmal so einen Tag verteilt hat, könnten wir jetzt also nicht auf Gelb oder Rot umschalten. Wer das nämlich machen würde, dann würde er jetzt einfach sagen, oh, ich habe hier einen Alarmbefehl bekommen und läuft zur Waffenkammer. Dass er währenddessen aber jemanden befreit hat, das fällt ihm gar nicht auf. Das hatten wir ja vorhin schon mal gehabt. Das finde ich ein wenig ärgerlich. Aber na gut, dann lassen wir die halt eine Weile hier rumwuseln. Die dürfen nur nicht hier reinkommen. Genau, guckt euch hier rum. Das ist eine ganz normale Kaserne. Hier arbeitet das Hotelpersonal. So, da wird hier jemand gefoltert. Sehr gut. Das da... Komm, wir machen die Tür jetzt auch mal zu einer Einsertür. Damit sie eher da durchgehen. Ja, so viel dazu. Also es klappt noch nicht ganz so, wie ich es gedacht hätte. Oder ist einfach noch ein Zufallsdingens mit drin. Also den da müssen wir jetzt schon mal umbringen.
sonst haben wir ein Problem. Und denen dementsprechend auch. Was sagt Kane? Kane, das haben wir geschafft. Oh, und alle sind gestorben, außer ihm. Das ist nicht gut. Du, geh mal nach Hause. Zurück. Jo, die fliehen jetzt.